jeden Tag immer wieder. Steh auf und folge mir nach. Du machst uns frei. Du machst uns frei. Jesus, du bist. Jesus, du bist unsere Freiheit.
Time runs its race within your hand, and my mind runs what to comprehend. Well, no mind on earth could understand. Ways are higher, your thoughts are wild. I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know grace found my heart where logic ends. When justice called for all my debt, the friend of sinners came instead. You blaze a higher, your thoughts are wilder. Love came like the wind, come have your way. 'Cause I know that you are here now. Heart and soul, God, I know that you are here now. Fix my eyes on the things that I can't see now. And all I see is the glory. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, halte ich mich an der Zusage fest, dass du jeden Tag bei uns bist, dass du für uns da bist, jetzt, hier und immer. Ja, gib uns deine Sicht der Dinge. Wir sehen oft nicht so weit, aber du hältst alles in deiner Hand, du bereitest uns den Weg. Ja, und wenn ich nichts mehr weiß, dann das, dass du hier bist. Ja, Geist Gottes, komm du jetzt und gib du jedem das, was er braucht.
Ich brauch dich mehr als je zuvor.
Ist es an? Ja. Wenn wir jetzt so im Lobpreis stehen und ich möchte euch bitten, da auch in der bewussten Begegnung vor Gott stehen zu bleiben. Ich glaube, dass wir heute Morgen für eine Gruppe von Menschen beten sollen und dürfen, die mich schon eine ganze Weile beschäftigt und es liegt mir auf dem Herzen. Ich denke, es ist richtig, wenn wir das heute Morgen tun. Ich glaube, dass wir für die Ehen, für die Ehepaare beten. Und zwar ganz besonders für diejenigen, deren Ehen kompliziert sind, die Not haben, die nicht wissen, wie sie aus dieser Krise oder aus dieser Ehesituation irgendwie heil wieder hervorgehen können, wie diese Ehe Bestand haben kann oder wieder instand gesetzt werden kann. Ich habe heute Morgen einen Vers gelesen in Jesaja und diesen Vers möchte ich zuerst all denen zusprechen, die das heute Morgen betrifft. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich fasse dich mit der Hand und ich sage zu dir, fürchte dich nicht, ich selbst helfe dir. Ein ganz einfacher Satz. Aber wenn Gott selbst dir in deiner Ehe als Ehemann, als Ehefrau zuspricht, hab keine Angst, ich selbst helfe dir, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann ist es so einfach und doch so wahr. Und ich möchte gerne beten. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Gebet für mich und für meine Ehe und für meinen Partner heute Morgen wirklich auch so annehmen, dann weißt du es selbst am besten. Wenn du möchtest, leg deine Hand auf dein Herz oder nimm deinen Ehepartner in den Arm oder nimm ihn an der Hand oder in Gedanken an der Hand, wie auch immer. Und alle die sagen, auch mich betrifft es nicht, lade ich ein, mitzubeten. Die Ehen sind eine ganz intensive Gemeinschaft, aus der heraus Leben entspringt, aus der heraus Kinder gesegnet werden sollen. Gott hat gesagt, wenn du glaubst, sollst du und dein Haus gesegnet werden. Und wenn diese Gemeinschaft zerbricht, dann entfällt dieser Segen für die Kinder, für die Paare und für all diese Menschen, die mit ihnen zu tun haben werden. Und das müssen wir nicht stehen lassen, sondern hier können wir als Gemeinde, als Einzelne, als Gemeinschaft den Segen Gottes wirklich herabrufen und über diese Paare aussprechen. Und dazu lade ich euch ein, dass wir das tun und dass wir genau diesen Segen aussprechen. Und wenn du sagst, ich möchte nach dem Gottesdienst gerne nochmal ein persönliches Gebet dafür bekommen, dann kannst du gerne auf mich zukommen oder auf jemanden aus der Gemeindeleitung. Aber dass du Gott ernst nehmen darfst, das ist wichtig, das heute Morgen zu hören. Und jetzt möchte ich, dass wir dafür beten. Vater, ich komme zu dir im Namen deines Sohnes und ich bringe dir, Herr, all diese Beziehungen, die Ehen, die dastehen und sagen, wir sind irgendwie am Ende an dieser oder jener Stelle. Herr, du weißt selbst, dass keine Ehe so angefangen hat. Du weißt selbst, wie viel Schmerz und wie viel Leid und wie viel Tränen und Verzweiflung bis zu diesem Punkt in das Leben dieser Menschen hineingekommen ist. Herr, und ich bringe sie dir und ich bitte dich, dass du dein Wort wahr machst. Gott, dass du sagst, fürchte dich nicht, ich selbst helfe dir. Herr, da wo Gespräche und wo Auseinandersetzungen zu nichts mehr führen, außer zu weiterer Trennung, da bist du die einzige Chance. Und dafür bete ich, Herr, dass du der Lebensquell in diese Ehen hineinkommst, Herr, und dass du ein Wunder tust und dass du dich wirklich als der Gott zeigst, der du bist, für den es nichts Unmögliches gibt. Vater, ich bitte dich für uns, die wir das sehen und die wir dafür beten, um offene Herzen, um offene Augen, dass wir da stehen und dass wir wie Aaron bei Mose die Hände hochheben und sagen, wir halten euch, wir stützen euch, wir gehen mit euch gemeinsam dadurch. Herr, ich bitte dich für offene Herzen bei den Ehepaaren, dass sie den Mut aufbringen können zu sagen, wir versuchen das nochmal.
Vater, und im Namen Jesus stehe ich auch auf gegen den, der den Segen rauben will. Der den Segen rauben will, den Segen der Kinder, den Segen der Paare, den Segen derer, die damit gesegnet sein sollen, weil du gesagt hast, Gott, so du glaubst, wirst du und dein Haus gesegnet werden. Und das nehme ich nicht an im Namen Jesus. Und ich bitte dich, Vater, dass du deinen Segen sichtbar machst und dass du ihn ausgießt, Herr. So wie wir gesungen haben, ich brauche dich mehr als jemals zuvor. Vater, so bitten wir dich, dass du dieses Gebet hörst und dass du wirkliche Wunder schenkst, Herr. Und in deinem Namen, Jesus, segne ich die Ehepaare, Herr. Ich segne jeden Mann und jede Frau, der in der Ehe steht und der sagt, ich will, dass Gott mein Haus baut und dass er mir dabei hilft. Und im Namen Jesus beanspruche ich das, Herr, dass es sichtbar wird und dass es wahr wird. Amen. Save her, he can do the math.
Also nochmal herzlich willkommen auch von mir zur sozusagen vierten Predigt unserer Predigtserie Lebe, the sky is the limit. Heißt so viel wie, hey, in deinem Leben sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Ist natürlich eine steile Aussage, the sky is the limit. Und vielleicht bist du auch schon die Tage mal sozusagen mit offenen Augen durch die Stadt gefahren und hast große Plakate gesehen. Steht drauf, the sky is the limit. Ja, ich weiß, ja, ist ja schalabern. Okay, also, is sky the limit exakt? Für alle, die sehr genau sind. Und ich dachte mir, demnächst müssen wir auf unsere Flyer ein Patent anmelden. Vielleicht könnten wir ein Copyright drauf machen oder sowas. Die machen Werbung, wenn ich das richtig gesehen habe, für Zigaretten. Ja, das will gar nicht die Marke wissen. So, aber the sky kann the limit sein in deinem Leben, wenn du verschiedene Dinge wirklich auch lebst. Oder wie es in Galater 5, Vers 1 heißt, so könnte man das auch übersetzen, befreit zur Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also wir sind zur Freiheit berufen. Wir können als Menschen frei leben. Das ist also auch ein gutes Leben. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, frei zu leben. Wir beschäftigen uns mit 7 göttlichen Weisheiten und Handlungsoptionen für ein gutes, segensreiches Leben als Mensch und als Christ. 3 Stück haben wir uns schon angeschaut. Erstens, du bist die geniale Schöpfung Gottes. Da solltest du dir die ganze Predigt mal anhören. Zweitens, aus dem Herzen leben. Also the sky is the limit. Menschen leben aus ihrem Herzen. Sie sind Hüter ihrer Seele. Sie wissen, was in ihrer Seele vor sich geht. Achten und schätzen und ehren das. Drittens, zieh den Zahn. Diese Menschen werden von nichts etwas beherrscht oder wollen sich nicht von etwas beherrschen lassen, sondern wenn sie merken, dass etwas Ungutes in ihr Leben hineinfließt, dann ziehen sie den Zahn. Ein eitriger Zahn wird entweder gezogen oder repariert. Sie entgehen der Aufschubfalle. Das mache ich als später. Sondern sie sind Menschen, die sehen, ich habe ein Problem. Da ist etwas Eitriges in meinem Leben. Das hindert mich daran, befreit zu leben. Also entsorge ich das. Und ich erlerne die Kunst des Loslassens. Jetzt muss man Dinge loslassen. Manchmal muss man sogar Menschen loslassen. Menschen, die negativ einen beeinflussen. Alles war das. Und heute haben wir die 4. der göttlichen Weisheiten und Handlungsoptionen für ein gutes, segensreiches Leben als Christ. Und das ist, und da wird es jetzt richtig spannend, weil es ein bisschen provokativ ist, zumindest mit einem Begriff, hasst das Böse, schützt das Gute. Was denkst du, wenn ich das Wort Hass erwähne oder sage? Was geht da in dir vor? Also Hass. Man darf nicht hassen. Ich hasse viel zu schnell und zu leicht. Wenn ich hasse, habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen. Hass, ist das nicht etwas Böses? Hass ist ein provokatives Wort, ja. Gerade in einer Zeit wie heute, wo Hass zerstörerisch wird, verletzend, mordend, da ist sicherlich Hass als Begriff sehr, sehr provokativ. Dennoch haben wir uns entschieden, dieses Wort zu benutzen, um auch zu provozieren. Um in deinem Leben sozusagen mal in deinem Inneren ein paar Reize zu setzen zum Nachdenken. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, kommt dieses Wort darin vor. Und zwar nicht nur negativ. Also, hass das Böse, schützt das Gute. Erster Punkt, sage mir, was du hast und ich sage dir, wer du bist. Wir Menschen definieren uns dadurch, auf der einen Seite, was wir lieben, was wir mögen, was wir sein wollen. Das prägt unsere Persönlichkeit. Aber die zweite Seite, wenn man erkennen will, wer du bist, könnte man dich fragen, was hast du wie die Pest?
Weil manchmal sagen wir das. Das hasse ich wie die Pest. Und das meinen wir dann gar nicht böse. Im Sinne von zerstörerisch, was andere Menschen anbelangt. Aber wir haben ganz bestimmte Abneigungen. Man könnte auch sagen Abscheu. Und das ist so intensiv und das hat so mit deinem Charakter zu tun, dass du auch dafür kämpfen würdest und darum ringen würdest. Also sage mir, und jetzt nehme ich mal ein anderes Wort, damit du nicht immer so das festbeißt an diesem Wort, was du verabscheust, und ich sage dir, wer du bist. Was würdest du von einem Menschen halten, der dir sagt, dass er folgende Dinge hasst wie die Pest? Arroganz, Lügen, Anschläge auf unschuldige Menschen, Intrigen, Unrecht und das Säen von Zwietracht. Und wenn diese Person das auch noch ernst nimmt, was sie da gesagt hat, und es lebt, das heißt, sie tut genau das Gegenteil, dann ist diese Person, die etwas hasst, dir sympathisch. Also, was hast du? 6 Dinge sind Gott verhasst. Und das 7. verabscheut er. Ja, jetzt bist du erstaunt. Sprüche 6, 16 bis 19. 6 Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das 7. verabscheut er. Augen, die überheblich blicken, eine Zunge, die Lügen verbreitet, Hände, die unschuldige Menschen töten, ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. 6 Dinge sind ihm verhasst und das 7. verabscheut er. Augen, die überheblich blicken, Stolz, eine Zunge, die Lügen verbreitet, Lügen, Hände, die unschuldige Menschen töten, ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt, heimtückisch, hinterlistig, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Ich habe mal jetzt in einem Wörterbuch, Synonym-Wörterbuch sozusagen nachgeschaut und habe gesagt, okay, ich fange zwar mit dem Wort Hass an, aber vielleicht ziehe ich das nicht komplett durch, um nicht die innere Blockade in deinem Inneren immer stärker werden zu lassen, dass du mir noch zuhörst. Was gibt es denn noch, also sozusagen Synonym für Hass? Abneigung, Abscheu, Antipathie, Aversion. Und ich werde dort immer abwechselnd das Wort Aversion oder eher Abscheu benutzen, damit du vielleicht mitkommst, weil du das Wort Hass überhaupt nicht machst, es nur negativ besetzt ist. 2. Punkt. Also erstens war, sage mir, was du verabscheust und ich sage dir, wer du bist. 2. Wie Aversion und Abscheu das Gute schützt. Weil sie hilft dir, auch abzugrenzen. Also zum Beispiel vor Menschen, die dich manipulieren. Wir grenzen uns von Menschen ab, deren Zunge Lügen verbreitet. Weil du das überhaupt nicht magst, das verabscheust du, Unehrlichkeit. Also grenzt du dich auch vor diesen Menschen ab, vor dem Bösen. Du grenzt dich ab, aber hoffentlich vor Menschen, die Freunde verraten. Weil das ist auch Gott verhasst. Wir grenzen uns ab von Unrecht, von falschen Aussagen, Intrigen, Gerüchten, Verleumdungen. Also es hilft uns, regelrecht uns abzugrenzen. Und es ist gut, auch so diese Abscheu, etwas zu haben, was man überhaupt nicht mag. Sie hilft uns, die Dinge zu schützen, die uns wert sind. Mal 2 Beispiele von mir. Ich kann das positiv wie negativ formulieren. Ich schütze oder ich kämpfe dafür, für die Eigenständigkeit und die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl eines Menschen, eines jeden Einzelnen. Das hat für mich einen unglaublich hohen Wert. Das ist aber auch daraus entstanden, dass ich etwas zutiefst verabscheue. Und das ist Manipulation und Missbrauch.
wenn ich etwas zutiefst verabscheue und ich könnte an dieser Stelle auch wirklich sagen, hasse, wie die Pest, dann ist das, wenn Menschen manipuliert werden, wenn ich manipuliert werde, wenn ich das Gefühl habe, dass ich missbraucht werde, instrumentalisiert werde, und das sitzt so tief in mir drin, hat auch was mit meiner Geschichte zu tun, das werde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, das weiß ich, bekämpfen. Daraus ist aus dem Negativen was Gutes entstanden. Ein Beispiel. Zweites, für mich, Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. Ich kämpfe, wirklich, ich kämpfe. Und das könnte ich mit unglaublich viel Power, mit einer Leidenschaft für Ehrlichkeit, für Offenheit und Transparenz. Denn ich verabscheue Lügen, ich verabscheue Unwahrheit und ich verabscheue so halbgares Zeug. Das wirst du auch in der Gemeinde zum Beispiel nicht finden, wenn du das ZDF schon länger kennst. Totale Transparenz. Mit Versagen, mit dem, was nicht funktioniert. Nicht immer konnten da alle mit umgehen, mit meiner sehr großen Offenheit und meiner Ehrlichkeit. Weil ich sage auch manchmal die Dinge, die nicht funktionieren. Aber das ist tief in mir drin. Ist so, mein Wesen. Ein Teil von mir. Drittens, also was Aversion und Abscheu hilft, das Gute zu schützen. Sie treibt uns an, das Böse zu bekämpfen. Römer 12, Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Eine andere Übersetzung sagt, andere Übersetzung nimmt sogar, hasst das Böse. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Also, verabscheut das Böse. Wo ist das Böse? In deinem Leben? Wo ist das Böse? Irgendwo in der Gesellschaft? Nenne das Böse beim Namen. Sich für Menschen einsetzen, die Böses erleben oder die Böses erfahren. Sich für die Menschen einsetzen, weil du so sehr das Böse verabscheust, dass du sagst, ja, und wenn diese Person sich nicht wehren kann, dann tue ich das. Dann springe ich ihr zur Seite, stehe ich ihr zur Seite. Dort wird sie gemobbt, dort wird sie missbraucht, dort wird die Person manipuliert, dort wird sie instrumentalisiert. Ich sehe das von außen, ja, und ich werde das Böse bekämpfen. Sich gegen Mobbing einsetzen, für Gerechtigkeit einsetzen. Also ihr seht, dass Aversion oder eine Abscheu, etwas tief in einem zu erleben, auch eine Motivation bringt, was Gutes zu bewirken. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Also haltet euch das an. Ehrlichkeit, Transparenz, Hilfsbereitschaft, Wahrheit. Und in allem heißt es hier, und die Liebe soll echt sein. Der entscheidende Faktor ist, und ich sage es mal wirklich jetzt mal als krasses Gegensatz, hast du aus Liebe, komisch, oder? Aber ist die Motivation Liebe? Das, was es nie sein darf, und da sind wir gleich beim dritten Punkt, ist, Menschen zu verachten. Hass ist nicht zerstörerisch Menschen gegenüber. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn sie in guten Art und Weise, und das hast du auch vorher gehört, als Gott von sich sprach, dass er etwas hasst, dass was er hasst ist, all diese Dinge zerstören Menschen. Sie zerstören ihre gute Schöpfung. Deswegen hat er auch das nicht nur einmal im Guten gesagt, sondern ich bewahre, sondern ich hasse das auch. Ich verabscheue das zutiefst. Weil wer das tut, wer so lebt, der zerstört meine Schöpfung. Deswegen mein dritter Punkt. Lerne richtig zu verabscheuen. Hä? Ja, man kann richtig und falsch verabscheuen. The sky is the limit, Menschen gehen das Problem an, nicht die Menschen. Zu den schlimmsten, also ich bin ja keine Ärztin, da müssen wir jetzt die Birgit fragen, aber ich würde mal sagen, einer zu den schlimmsten Krankheiten oder Mitschlimmkeiten gehört also eine Autoimmunkrankheit. Also Krankheiten, die da sind, die eigentlich gesunden Zellen zu zerstören. Ganz grob formuliert, hofft. Habe ich recht? So wie 3 Semester Medizin war nicht umsonst. Das ist eine schlimme Krankheit. Dabei greift sozusagen
das Immunsystem nicht die schädlichen Eindringlinge an, sondern die guten Zellen. Ein System, das eigentlich dazu da ist, etwas zu beschützen, zerstört sich selbst. Das Gleiche passiert, wenn ein Mensch nicht richtig verabscheut. Hier eine kleine Geschichte. Jody und Tony. Jody lernt Tony kennen. Liebe auf den ersten Blick. Tony ist spontan, kreativ und sie war fasziniert davon, wie er sie zum Lachen brachte. Sie haben geheiratet, weil das war totale Liebe. Und als sie sich heiraten, lernte Jody die Kehrseite von Tony kennen. Tony war spontan, Tony war verantwortungsbewusst, aber er hatte einen gewissen Mangel an Ordnung und System. Er vergaß manchmal Termine, er war alter Kreative. Spontan. Die Familienfinanzen zu verwalten oder Termine einzuhalten, war er nicht perfekt. Er konnte sogar Termine vergessen. Wenn Jody von seiner Vergesslichkeit betroffen war, dann platzte sie. Dann rastete sie aus. Das verabscheute sie. Mit einer Intensität. Aber anstelle das als Problem zu sehen, hat sie Tony verabscheut. Hat sie Tony langsam begonnen zu hassen. Sie schimpfte und tobte und nannte ihn verantwortungslos und einen Versager. Eine wachsende Verachtung legte sich wie eine Nebeldecke über ihre Beziehung. Und dieser Teufelskreislauf von Abscheu und Rückzug wurde immer intensiver. Sie verabscheute mehr und Tony zog sich immer mehr zurück. Er schwieg. Immer intensiver. Sie fing ihn an zu verabscheuen und er zog sich zurück. Ihre Abscheu auf Unordnung und Schlamperei richtete sich nicht nur gegen ihn, sondern auch noch gegen ihre Söhne. Und sie war sich 100% sicher, sie ist im Recht, weil das war zu verabscheuen. Sie entschuldigte sich nie für ihre Ausbrüche, da sie darin keine Probleme sah. Das Immunsystem ihrer Seele funktionierte nicht mehr. Die Abscheu, die sozusagen als Schutz gegen das Böse gedacht war, um es mal so auszudrücken, richtete sich gegen Dinge, die sie liebte. Und ihre Abscheu zerstörte Beziehung zu ihren Söhnen und zu ihrem Ehemann. Was sagt Hebräer 12, Vers 15? Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Falsch zu verabscheuen, vergiftet dich und dein Leben und ruiniert Menschen. Es ist nicht verkehrt, sozusagen zu verabscheuen oder Unordnung zu verabscheuen oder es nicht zu mögen, weil es nicht ein Teil von einem ist. Aber Abscheu und Hass und Zorn richtet sich nicht gegen Menschen. Aber sie war dabei, sozusagen ihr Immunsystem, ihr eigenes, inklusive ihrer Beziehungen, zu zerstören. Wut, Hass, die eigenen Wunden lecken und der Schmerz auskosten. Das gibt natürlich eine gewisse Befriedigung, weil du merkst es ja und dann muss das raus. Vergebung wäre die richtige Lösung, wäre Befreiung und Heilung. Wie viel Wut, wie viel Zorn, wie viel Hass, wie viel Aversion ist in dir und richtet sich gegen Menschen. Nicht zu vergeben, hör jetzt genau zu, nicht zu vergeben ist tatsächlich wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Hat Anna Levert gesagt, tolle Schriftstellerin. Wollen wir lesen? Ein bisschen kurz drüber nachdenken. Nicht zu vergeben
ist tatsächlich wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Ich hege meinen Wut, ich hege meinen Abscheu, ich hege meinen Hass, ich hege meine Bitterkeit, um eigentlich die Ratte da drüben, die mir das angetan hat, die will ich vergiften. Dabei bin ich die Ratte, weil ich vergifte mich selbst und vergifte mein Inneres. Das zerstört. Wenn Wut, Hass und Bitterkeit lang genug an mir genagt haben, stelle ich fest, dass ich selbst die Ratte bin. Ich vergifte mich selbst. Deswegen musst du unterscheiden zwischen subjektiver Aversion oder Abscheu und objektiver Aversion und Abscheu. Subjektive Aversion kommt oft aus der Vergangenheit. Das hat was mit mir und mit meiner Vergangenheit zu tun. Sie bricht hervor, wenn im Leben der Person irgendetwas vorfällt, das sie an ihren eigenen Verletzungen oder Vergangenheit erinnert. Jodys Eltern waren Alkoholiker. Und Jodys Eltern haben sie total vernachlässigt. Sie hat ihr Kind selbst zusehen müssen, wie sie zurechtkam. Sie hatte ihre traumatische Kindheit nie wirklich verarbeitet. Sie hat es mitgenommen in ihre Ehe. Da war eine Abscheu, eine Aversion. Und das richtete sich irgendwann gegen Toni und gegen die Kids. Mit dem Ergebnis, dass ein seelischer Pulverfass aus Ängsten und Hassgefühlen in ihr schlummerten. Und da brauchte nur irgendjemand irgendwo ein Funke reinwerfen und die Lunte erreichen und dann, buff, ging sie hoch. Aber es war zerstörerisch, es war nicht heilend, es war nicht, um das Gute zu schützen. Manchmal können auch subjektive Aversionen aus Charakterdefiziten kommen. Zum Beispiel, der oder die Betreffende kann es nicht ertragen, wenn er sich mit seinem Stolz oder seinem Hang zu dominieren und zu kontrollieren nicht durchsetzen kann. Er beginnt die Dinge und die Menschen, die ihn blockieren, zu verabscheuen. Kann auch ein Charakterzug sein. Dann brauchst du Umkehr. Das ist subjektive Abscheu. Subjektive Aversion oder Hass, die ist zerstörerisch. Was kannst du tun? Du darfst und du musst. Du musst dein Pulverfass leeren. In dir, wenn in dir ein Pulverfass ist und du ausrastest, dann musst du dein Pulverfass anschauen. Sagen, wo gibt es diese Momente in meinem Leben, in Gerolds Leben, wo der richtig ausrastet? Und die gab es. Es gibt so Punkte, da kann man auch einen Knopf drücken, dass man diesen roten Knopf dann, weil ich etwas zutiefst ablehne. Aber es war nicht gut und was rauskam, hat Menschen zerstört. Und es war nicht heilsam, um das Böse zu verachten und das Gute zu schützen, sondern es war vernichtend. Und dann musst du ranschauen, woher kommt es? Ich musste erst einmal lernen zu verstehen, wo bin ich manipuliert worden, wo bin ich missbraucht worden, wer hat mich manipuliert, wer hat mich missbraucht. Ich musste das bearbeiten. Und musste das aus meinem Inneren rausholen, durfte diesen Menschen vergeben, darüber reden, darüber sprechen, sodass mein Inneres frei wurde. Die Aversion gegen Manipulation und Missbrauch ist immer noch da. Aber jetzt ist es eine heilsame oder ich behaupte mal eine geheilte Aversion. Weil ich finde es immer noch zutiefst ablehnend sozusagen und verabscheuend, wenn Menschen manipuliert werden. Das größte Gut, was wir bekommen haben als Menschen, ist der eigene Wille. Der freie Wille. Wenn ich dich nicht von etwas überzeugen oder begeistern kann, dann darf ich dich auf keinen Fall manipulieren. Und dich auch nicht instrumentalisieren. Weder als leitender Pastor, noch als Gerold als Person. Das ist meiner Meinung nach das kostbarste Gut, das du bekommen hast, deine eigene Persönlichkeit, deine eigene Meinung. Ja, das ist so. Und ich kann gewinnen. Ich kann predigen. Ich kann dich herausfordern. Aber du entscheidest. Und dafür kämpfen wir. Also nimm dein Pulverfass, schau es an und nimm die einzelnen Brocken, Dynamitstangen und nimm sie raus.
ich sag mal, sei hart in der Sache, aber milde zur Person. Römer 12, Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Dass du nicht in deiner subjektiven Aversion dabei fängst, Menschen zu stören. Du kannst hart sein in der Sache, aber total respektvoll mit Menschen umgehen. The sky is the limit, Menschen. Die haben meines Erachtens Zweifaches. Erstens, sie haben Abwehrreaktionen gegen Dinge, die wirklich krankmachend, giftig oder gefährlich sind. Und zweitens, sie gehen die wirklichen Probleme im Leben an, auf eine Art, die konkret und nüchtern ist und den beteiligten Personen ihre Würde lässt. Du lässt denen die Würde. Viertens, werde aktiv. Mach dir deine Werte bewusst. Was sind wirklich deine Werte? Was macht dich aus, dich als Person? Was wirst du in deinem Leben dulden und was wirst du in deinem Leben auf keinen Fall dulden? Was davon ist subjektiv und was ist davon objektiv? Was sind deine Werte? Guck es dir an. Und jetzt kannst du dir, okay, woher soll ich jetzt eine Orientierung haben? Wir nehmen nochmal Gott. Sprüche 6, 16 bis 19 von vorher. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das siebte verabscheut er. Augen, die überheblich blicken. Stolz, Arroganz, Hochmut. Alles gehört dazu. Eine Zunge, die Lügen verbreitet. Aktiv. Wo stehst du in der Gefahr zu lügen? Wo lügst du? Oder sagen wir mal so, du sagst nicht ganz die Wahrheit. Kann man auch machen. Nur ein Teil davon. Oder du tust zu der einen Wahrheit noch ein bisschen was dazu. Weil das lässt dich besser erscheinen. Wo bist du ehrlich? Oder wo verbirgst du was? Drittens, Hände, die unschuldige Menschen töten. Gut, das ist für die meisten von uns erst einmal so klar. Hoffe ich zumindest. Ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt. Da fängt es an, Menschen zu manipulieren, Menschen zu instrumentalisieren. Wo ist das der Fall? Oder wo wirst du zum Kompagnon von jemandem, der dich mit missbraucht, um irgendeine Intrige zu steuern? In der Familie, auf der Arbeit, im Freundeskreis. Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Wo realisierst du, wo siehst du, da wird gerade Böses getan? Da würde ich mit verleitet werden. Stell dir mal vor, du bist sozusagen im mittleren Management und du bist auf Geschäftsreise. Und nachdem alles toll abgeschlossen ist, geht man abends noch einen trinken. Erst einmal. Und dann gibt es noch eine kleine zweite Runde, das nennt man dann den letzten Absacker im Bordell. Oder im Puff, sagen auch die Männer. Und du bist mittendrin. Fünf Kollegen. Und was machst du? Naja, komm, das sieht echt blöd aus, wenn ich jetzt nicht mitgehe und wenn ich mich auch noch outen würde. Und jetzt müsste ich auch noch sagen, dass ich Christ bin, dass ich da überhaupt nicht reingehe. Naja, ich gucke einfach woanders hin. Ich gehe schon rein, aber eigentlich sehe ich gar nichts. Der Hehler ist wieder Stehler. Machst du mit? Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Da kommen Leute zu dir und reden negativ über Menschen. Leihst du denen dein Ohr, sagst du, mein Freund? Nein, mein Ohr kriegst du nicht. Ich will das überhaupt nicht hören. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob das wahr oder falsch ist. Aber ich will das nicht hören. Ich beteilige mich nicht daran. Ich will auch nicht Zeuge sein von all diesen negativen Dingen. Ich verweigere das und ich bin auch aktiv. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt, kann man dich benutzen? Kann man zu dir kommen und da weißt du schon, hey, Franziska von dem Mann, diese alte blöde Kuh, weißt du noch? So. Und du sagst, was, diese blöde Kuh stimmt?
Die ist eine ganz blöde Kuh. Zack. Das beginnt schon in der Schule, Kindergarten, Schule, geht das ganze Leben. Und lässt du dich aufbringen gegen Menschen? Oder stehst du auf? Verabscheust du das Böse und schützt du das Gute? Wo sind wir aktiv? Wo zeigen wir Profil? Das sind Menschen, die wo the sky's the limit Menschen ist. Die stehen auf. Die haben den Mut. Die sind bereit, das Ganze die Stirn zu bieten. Und das, was ich hier aufgezählt habe, das sind keine Kleinigkeiten. Das Böse schlägt Wunden und zerstört Leben. Dieses Böse sollten wir zutiefst verabscheuen und dagegen vorgehen, wo immer es auftritt. Und wir sollten genau das Gegenteil leben. Wir können ja gegen das eine aufstehen. Und was ist das Gegenteil? Ist Demut, Wahrheit, Menschen schützen und beschützen, Offenheit, Transparenz, den Menschen direkt in die Augen schauen, Ehrlichkeit, Liebe und Achtung der Menschen entgegenbringen, vergeben, versöhnen, verbinden, vernetzen. Das sind die Dinge, dafür steht Gott. Die Frage ist, stehen wir dafür? Schützen wir das Gute? Werde aktiv, pack dein Pulverfass aus. Entleere dein Pulverfass. Oder vielleicht nennst du es nicht Pulverfass, sondern Rucksack, wie auch immer du es nennst. Aber entleere das. Reinige dein Pulverfass. Such Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Geh in die Endlich-Leben-Gruppe. Ja. Ja, hat sie mir gesagt. Ja, wir haben eine Seelsorgegruppe, die trifft sich über 12 oder 18 Monate. 12, 18. 18 Monate, alle 14 Tage. Männer, Frauen. Da geht es darum, den Pulverfass zu leeren. Und verbinde deine Aversion mit Liebe und Achtung. Verstehst du, du darfst etwas zutiefst verabscheuen, was böse ist. Aber den Menschen gilt es in jedem Fall, deinem Ehepartner, das war das, was wir vorher gesprochen haben, Ehemann, Ehefrau, Liebe entgegenbringen, Achtung entgegenbringen, Wertschätzung entgegenbringen, bei der Sache bleiben, aber nicht die Person. Sprüche 25, Vers 28 sagt, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Wie oft rastest du aus? Wutanfall. Dann bist du schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Der Starke hat es nicht nötig, sozusagen zu brüllen und zu schreien. Er ist in sich gefestigt, weil er weiß, ne, Thema 1, dass er eine geniale Schöpfung von Gott ist. Und wenn er etwas verabscheut, dann verabscheut er eine Sache, weil das wirklich böse ist und weil das Menschen zerstört, aber nichts mit ihm zu tun hat. Und er schützt das Gute, weil er den Menschen schützt. Er hat Boden unter den Füßen. Okay, jetzt gebe ich dir nochmal eine Zeit zum Reflektieren. Komm zum Schluss. Wo du mal über dein Leben nachdenkst. Vielleicht setzt du dich sozusagen zeitlich zurück, wo du ungefähr 18 warst. Also da, wo man erwachsen wird. Eigenverantwortung. Und spulst die Zeit zurück, gehst mal an den Punkt von 18 Jahren und schaust jetzt nach vorne. Und hör dir mal folgenden Psalm von David an. Du kannst die Augen zumachen, du kannst auch parallel lesen, ich gehe ganz langsam. Und du überlegst dir, was in deinem Leben anders gelaufen wäre, wenn du die gleich erwähnten Übel entschlossen bekämpft und nicht geduldet hättest. Das Ganze steht in Psalm 101, 3 bis 7. Aber du kannst anhören oder mitlesen. Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. Gottes Gebote zu übertreten, ist mir verhasst. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von
allem Bösen fernhalten. Ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Stolz und Hochmut will ich nicht zulassen. Stattdessen will ich auf die Gottesfürchtigen achten, damit sie sicher bei mir wohnen. Nur vorbildliche Menschen dürfen mir dienen. In meinem Haus sollen keine Betrüger wohnen und Lügner will ich in meiner Gegenwart nicht dulden. Du entscheidest, verabscheust du das Böse und schützt du das Gute. Ich lese dir jetzt nochmal den Psalm mit meinen eigenen Worten vor, vielleicht etwas moderner oder noch anders. Wo ich destruktives Verhalten sehe, werde ich aufstehen und weggehen. Ich werde niemandem trauen, der ein Betrüger ist. Ich will selber nicht so werden. Ich halte Abstand zu Menschen, die solche Dinge tun. Und die solche guten Dinge wie Liebe und Sex verdrehen und missbrauchen. Bei solchen Spielchen mache ich nicht mit. Ich will nichts mit denen zu tun haben, die andere verleumden und niedermachen. Und die Arroganten und Überheblichen, die sich für den Nabel der Welt und andere für den letzten Dreck halten, können mir gestohlen bleiben. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die ein gutes Herz haben. Was sie zu bieten haben, möchte ich annehmen. Ich lehne es ab, mich mit Lügnern und Leuten, die die Wahrheit verdrehen, abzugeben. Dann verabscheust du das Böse und du schützt das Gute. Und die zweite Entscheidung, die du grundsätzlich triffst, ist, das tust du nicht in eigener Kraft. Ich habe am Anfang den Vers vorgelesen, Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Jesus Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wir können so leben. Wir können befreit leben. Wir können Menschen sein und werden, wo the sky the limit ist. Ja, weil Jesus hat uns befreit. Das, was ich vorher genannt habe, in dem negativen Sinne, wenn man sozusagen negativ verabscheut, das bindet, das macht gefangen, das macht dich krank, das zerstört dich und deine Beziehungen. Befreit leben. Das heißt, du sagst, Jesus, entweder komm zum ersten Mal in mein Leben oder wieder neu. Sei wirklich mein Befreier. Sei der Hüter und Heiler meiner Seele. Sei der Befreier von meinem Pulverfass. Hier hast du mein Pulverfass. Du siehst all die Menschen, die mir dies und jenes angetan haben. Ja. Und wenn ich nur drüber nachdenke, kriegst du euer Holz. Dann ist da noch ein Pulverfass drin, wo du negativ sozusagen verabscheust. Und du trinkst Rattengift nicht, um die dort drüben die Ratte zu vernichten, sondern du vernichtest dich selbst. Und du vernichtest, da stehst du in der Gefahr, deine Ehe, Freundschaften, Beziehungen. Pulverfass, raus. Und denk dran, Vergebung ist der Schlüssel zur Befreiung und zur Heilung. Und verbinde, daran wirst du merken, ob deine Aversion oder deine Abscheu etwas zutiefst Göttliches ist. Verbinde deine Abscheu mit Liebe und Achtung.
Liebe und Achtung den Menschen gegenüber, dann stehst du nicht in der Gefahr, etwas Falsches zu tun, sondern dann verabscheust du wirklich das Böse, das auch wirklich verabscheuenswürdig ist, aber nicht die Menschen. Okay, ich bete noch. Jesus, das ist ein spannendes Thema, es geht tief in unser Inneres hinein. Sind wir bereit, das Böse wirklich zu verabscheuen, noch aktiv zu werden, indem wir das Gute wirklich schützen? Herr, ich bete für uns alle, dass du uns hilfst, dass wir unseren Pulverfass entleeren, dass wir wirklich freie und befreite Menschen werden. Herr, ich bete für all diejenigen, die heute Morgen hier sind und die das alles gehört haben, das klingt alles toll und vielleicht sogar auch psychologisch, aber die nicht wissen und nicht realisiert haben, dass du sozusagen der beste Psychologe bist, weil du hast unsere Seele geschaffen und kreiert. Und wenn unsere Seele kein Pulverfass sein oder werden oder bleiben soll, dann gehörst du da rein. Als der Heiler, als der Befreier. Und du bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass wir entweder zum ersten Mal oder neu sagen, hey Jesus, komm in mein Leben, räum auf. Jawohl, das ist so eine tolle Perspektive. Lebe, the sky is the limit. Und ich möchte befreit leben. Hilfe, help. Und du tust es total gerne, Jesus. Weil du bist gekommen, um uns ein gutes Leben zu geben. Ein Leben in Fülle, voll, auch überfließend, voller Segen. Und das erbete ich, Herr. Und damit segne ich jeden Einzelnen in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. So soll es sein.